Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen, willkommen zum Video Lösen von Exponentialgleichungen. Wir starten mal mit einer Problemstellung und zwar oft hat man das Problem, dass man die Funktion f von x 0 setzen muss. Das führt auf eine Nullgleichung und dafür gibt es ja verschiedene Lösungsstrategien. Gut, und bevor wir jetzt zu Gleichungen mit e hoch x kommen, was ja unser aktuelles Thema ist, wollen wir uns ein paar bekannte Lösungsstrategien an ein paar euch schon etwas vertrauteren Gleichungen anschauen. Hier wäre die erste Variante. So, bei der ersten Lösungsstrategie hat man zwei Summanden und einer davon enthält x. Aber was bedeutet das denn? Wir schauen uns einfach mal das Beispiel an. Wir haben hier 2x minus 8. Im linken Summanden kommt ein x vor, im rechten nicht. Hier können wir einfach Äquivalenzumformung machen. Das heißt, die 8 erstmal auf die andere Seite rüberbringen, plus 8, dann durch 2 teilen und wir halten unsere Lösung. Die ist jetzt noch recht einfach. Kommen wir zu einer etwas komplizierteren. So, bei der Lösungsstrategie 2 haben wir zwei oder mehr Summanden. Und alle, wichtig, alle enthalten x. Aber wie geht das jetzt? Na gut, auch wieder am Beispiel. Wir sehen jetzt zwei Summanden. In beiden kommt x vor. Einmal das x², einmal das minus 2x. Da steckt jeweils der Faktor x drin. Das heißt, ich kann hier ein x ausklammern und erhalte ein sogenanntes Nullprodukt. Ein kleiner Tipp aus meiner Erfahrung, was viele Schüler machen, ist, dass sie hier plus 2x machen und dann kommt das hier rüber und dann wissen sie nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Wichtig hier, lasst die 0 auf der Seite und klammert wirklich aus. Gut, wir kommen zur Lösungsstrategie 3. So, bei der dritten Lösungsstrategie haben wir passend drei Summanden. Einer davon enthält x², der andere oder ein anderer enthält x. Gut, wenn wir uns das Beispiel hier angucken, das sollte euch recht bekannt vorkommen. Das wäre hier x² minus 3x plus 2 gleich 0. Das ist das typische Aussehen, das sofort bei euch auslösen sollte. Mitternachtsformel anwenden. Genau um die geht es hier auch. So, diese drei Strategien, die sind auch sinnvoll für e hoch x. Und zwar können wir die fast genauso anwenden. Stellen wir euch auch gleich vor. Deswegen müsst ihr die drei, die jetzt hier stehen, nicht unbedingt abschreiben. Ihr könnt es, wenn ihr wollt. Die kommen nochmal sehr ähnlich jetzt für e hoch x. So, nun also die Strategie zum Lösen von Exponentialgleichungen. Die erste ist eigentlich wieder genauso wie oben und hat zwei Summanden. Einer enthält dieses Mal e hoch x, nicht nur x. Das Beispiel ist zum Beispiel 2 e hoch x minus 8 gleich 0. Der enthält e hoch x, der nicht. Einfach eine Äquivalenzumformung, so wie im letzten Video. Gut, zweiter Fall jetzt. Wir haben wieder zwei oder mehr Summanden und alle enthalten e hoch x. Wirklich wichtig, es muss überall drin sein. Dann wird auch hier ausgeklammert und das Nullprodukt anschließend untersucht. Schauen wir uns auch gleich nochmal an der Beispielaufgabe an. Und die dritte Lösungsstrategie, da haben wir auch drei Summanden, wie oben. Einer enthält e hoch 2x, einer enthält e hoch x. Beispiel hier zum Beispiel e hoch 2x minus 3 e hoch x plus 2 gleich 0. Hier muss man substituieren, das kommt neu dazu. Gucken wir uns gleich auch in der Beispielaufgabe an. Und dann muss man die Mitternachtsformel wie oben anwenden. So, jetzt ist es so, hier sind alle drei Gleichungen in den Beispielen sehr geschickt hingeschrieben, weil immer auf der rechten Seite 0 steht. Es kann sein, dass es nicht immer der Fall ist, das wäre hier unten unser erster Sonderfall. Dann muss man erstmal mit Äquivalenzumformung dafür sorgen, dass die Gleichung so aussieht. Und was leider auch passieren kann, ist, dass irgendwo zwischendurch ein e hoch minus x oder ein 1 durch e hoch x auftauchen. Wenn das der Fall ist, bevor ihr irgendwas anderes macht, die komplette Gleichung, beide Seiten mit e hoch x multiplizieren. Okay, und damit es nicht nur so verwirrende theoretische Strategien bleiben, schauen wir uns alle drei Fälle jetzt noch mit einer kleinen Aufgabe dazu an. So, drei Aufgaben haben wir. Wir beginnen direkt mit der A, die haben wir auch schon mal abgeschrieben. Es soll die Exponentialgleichung 2 minus 8 durch e hoch x gleich 0 gelöst werden. Und erster Schritt muss immer sein, schauen, welche der drei Lösungsstrategien passt. Die haben wir rechts nochmal hingeschrieben, die drei. Und jetzt entdecken wir hier aber ein kleines Problem. Ja, leider passt noch gar keine der drei, weil es ist noch nicht so wie in der Form oben dargestellt. Wir sehen hier, das e hoch x ist hier im Nenner. Das heißt, wir müssen diesen Bruch erstmal irgendwie auflösen. Wie können wir das machen? Gut, das war einer der beiden Sonderfälle oben. Man muss mit e hoch x multiplizieren. Das machen wir gerade mal auf beiden Seiten, gehen es schrittweise durch. 2 mal e hoch x sind 2 e hoch x. Jetzt haben wir im Bruch unten im Nenner e hoch x stehen. Das heißt, das kürzt sich raus. Es bleibt einfach übrig, minus 8. Und naja, 0 mal e hoch x ist weiterhin 0. Mhm. So, und jetzt sieht es aus wie eine der drei Gleichungen oben im Regelkasten, nämlich
Genau, jetzt sieht es genauso aus wie die erste. Das heißt, mit Äquivalenzumformung können wir das einfach lösen. Und das könnt ihr auch. Macht es mal. Genauso wie im letzten Video besprochen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, zunächst mal bringen wir den Summanden ohne x auf die andere Seite, machen deswegen plus 8, dann haben wir 2 hoch x gleich 8, wir teilen durch 2, erhalten e hoch x gleich 4 und jetzt bilden wir den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten. Links löst sich das e damit einfach auf und wir haben nur noch x und rechts steht ln von 4 und das können wir als Lösung auch durchaus so stehen lassen. Gut, kommen wir zur zweiten Aufgabe, zur b. Und die lautet e hoch 2x gleich 2 e hoch x. Und wieder die Frage, welche unserer drei Lösungsstrategien passt? Wir sind auch fies, leider passen wieder keine. Es muss erst noch umgeformt werden, denn wir sehen, wir haben hier keine Nullgleichung. Wir müssen das Ganze erst von der Nullgleichung machen. Also auf der rechten Seite hier sollte 0 stehen. Das kriegt ihr aber auch hin, mit einer leichten Äquivalenzumformung. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ich habe minus 2 e hoch x gemacht. Dann steht die Gleichung jetzt so da: e hoch 2x minus 2 e hoch x gleich 0. Ja, und welche Strategie wende ich jetzt an? Da können wir jetzt eine der drei Strategien nehmen. Das entspricht wieder genau optisch einer von den dreien. Und zwar schauen wir mal, e hoch x kommt in beiden Summanden, die existieren, vor. Und damit ist es die zweite Strategie. Erstmal ausklammern und dann das Nullprodukt betrachten. Na, wir haben uns gesagt, e hoch x kommt in beiden vor. Also klammern wir auch e hoch x aus, also e hoch x mal. Und jetzt müssen wir überlegen, was bleibt von beiden Summanden übrig? E hoch 2x geteilt durch e hoch x. Wie funktioniert das? Also wir sehen, die Basis ist gleich e. Das heißt, wir können Potenzgesetze anwenden. Gut, wir dividieren es. Das heißt, die Exponenten hier, die müssen wir subtrahieren. Also 2x minus x. Da bleibt nur noch ein x übrig. Also steht hier e hoch x. Gut, der zweite Summand ist deutlich leichter. Minus 2 mal e hoch x geteilt durch e hoch x. Da fällt einfach das e hoch x weg und wir haben minus 2. Und das Ganze natürlich gleich 0. So, jetzt haben wir ein Nullprodukt. Was machen wir jetzt? Gut, Nullprodukt ist dann null, wenn jeder der einzelnen Faktoren null ist. Oder einer von beiden. Oder einer von beiden, ja. Also wir müssen uns auf jeden Fall die Faktoren einzeln angucken. Der erste Faktor ist e hoch x. Schreiben wir das mal hin. Also erstens, e hoch x, wann ist der null? Wann ist denn das? Dann müssen wir uns überlegen, wie sieht die E-Funktion aus? Könnt ihr mal nachschlagen, wenn ihr das jetzt im Kopf nicht wisst. Aber da haben wir ganz ursprünglich dazu gesagt, die E-Funktion kann niemals 0 werden. Die verläuft nämlich immer oberhalb der X-Achse. Das heißt, dieser Fall kann nicht eintreten und hat keine Lösung. Für den zweiten Faktor, da sieht das Ganze schon anders aus. Schauen wir uns den an. Also e hoch x minus 2 gleich 0. Denn das ist es wieder nichts anderes als eine der anderen Lösungsstrategien, nämlich. Na, das ist wieder Äquivalenzumformung, die wir machen müssen. Und ich denke hier, das kriegt ihr eigentlich selber raus. Probiert es mal, die Lösung sind 3, 2, 1. So, ich denke, diese Schritte habt ihr hinbekommen. Die Lösung ist x gleich ln 2. Okay, und damit kommen wir zur letzten Teilaufgabe, der C. So, kommen wir jetzt zur Aufgabe C. Und ich bin mir sicher, wir müssen die gleichen wieder irgendwie umformen, um so eine Lösungsstrategie anzuwenden, oder? Ne, diesmal tatsächlich nicht. Wir haben einfach eine Gleichung genommen, die man direkt auf eine der Strategien anwenden kann. Und zwar in diesem Fall, naja, es ist nur noch eine übrig, die dritte, nämlich Substitution und Mitternachtsformel. Gut, also wir müssen Substitution machen. Wie geht denn das genau, diese Substitution? Wenn man substituiert, ersetzt man einzelne Teile der Gleichung, sodass die Gleichung sich vereinfacht. Und in dem Fall wollen wir das Ganze auf eine quadratische Gleichung bringen. Also versuchen wir da ganz normal eine Variable, wie zum Beispiel x, reinzubringen. Da x aber schon vergeben ist, nehmen wir in dem Fall u und definieren uns u ist gleich. Ja, e hoch x würde ich machen, weil ich habe ja hier ein e hoch x stehen und dann steht dafür dann ein u da. Okay, ich probiere es mal weiter. Also hier steht e hoch 2x. Ich nehme dafür u Quadrat, oder ich probiere mal, was u Quadrat ist, weil das muss ja irgendwie dieses e hoch 2x sein. Also u Quadrat ist ja dieses e hoch x im Quadrat. Also e hoch x in Klammern, die darf man nicht vergessen, im Quadrat. Ja, aber das sieht jetzt ehrlich gesagt nicht wie e hoch 2x aus. Aber man kann es auch noch vereinfachen mit Potenzgesetzen. Ich kenne die. Also hier wird eine Potenz potenziert. Und immer wenn das ist, kann man diese Exponenten multiplizieren. Also e hoch x mal 2 oder einfach e hoch 2x. Gut, und das könnt ihr euch einfach auch merken für die Zukunft. Diese Umschreibung, Umformung muss man nicht jedes Mal machen. Einfach merken, wir substituieren e hoch x mit u und e hoch 2x mit u Quadrat. Gut, dann steht hier jetzt u Quadrat.
minus 3u. Die plus 2 bleibt und ist gleich 0, bleibt auch. So, das ist eine ganz normale quadratische Gleichung. Die könnt ihr lösen und die beiden Lösungen davon, u1 und u2, sollt ihr jetzt bestimmen. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir erhalten die beiden Lösungen u1 gleich 2 und u2 gleich 1. Je nachdem, ob man den Wert der Wurzel der 1 ergibt, addiert oder subtrahiert. Gut, ich habe hier jetzt schon hingeschrieben Rücksubstitution, weil jetzt haben wir die beiden Ergebnisse für u1 und u2 und jetzt können wir die Rücksubstitution machen, denn uns interessiert ja eigentlich x und nicht u. Wir wissen aber, u ist e hoch x. Das heißt, wir können hier das auch wirklich machen. Dieses u, was 2 ist, ist ja e hoch x, also steht ja da e hoch x gleich 2. Und genauso können wir auf der rechten Seite drüben uns überlegen, dann ist e hoch x in dem Fall eben 1. Gut, und das können wir wieder lösen mit Äquivalenzumformung. Machen wir direkt mal live. Wie machen wir es hier? Wir bilden den natürlichen Logarithmus auf beiden Seiten. Dann bleibt auf der linken Seite übrig x und auf der rechten ln von 2. Und genauso ist es auch bei dem Beispiel mit ioX gleich 1. Dann steht links nämlich x, wenn man den ln bildet. Und auf der rechten Seite steht entsprechend ln von 1 und da kann man jetzt ohne WTR weitermachen. Was ist nochmal der ln von 1? Der ist einfach 0. Und weil wir zwei Lösungen haben, sagen wir hier, das ist die erste Lösung x1 und das ist die zweite Lösung x2. So, und hier passt ihr bitte wirklich gut auf, weil häufig kommt es so bei Substitution, dass man die beiden u-Werte bestimmt und dann vergisst, die Rücksubstitution zu machen. Und dann ist einfach die Gleichung noch nicht komplett gelöst. Gut, das waren jetzt drei Beispiele. Weitere gibt es wie immer in den Aufgaben im Unterricht. Bis dann. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert. Dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.